أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے مجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Und wenn meine Diener dich nach mir fragen, wahrlich, ich bin nahe, ich antworte dem Gebet des Bittenden, wenn er zu mir betet, so sollten sie auf mich hören und an mich glauben, auf dass sie auf den rechten Weg wandeln mögen. Dieser Vers des Heiligen Koran folgt unmittelbar dem Vers über das Gebot des Fastens und über die Wichtigkeit und Implikationen des Fastens. Dadurch hat Allah uns die Verbindung zwischen Ramadan und der Erhörung von Gebeten hingewiesen. Hazrat Khalifatul Masih Al-Awwal Razilahu Ta'ala Anhu, der erste Kalif, hat in dieser Hinsicht gesagt, dass das Fasten ein Weg ist, um Taqwa zu lernen und genauso um die Nähe Gottes zu erlernen. Der Monat des Ramadan ist also ein Monat, den man verbringen muss in Taqwa und lernen muss, was Taqwa bedeutet und lernen muss, was die Nähe Gottes bedeutet, um dann die Gebete erhört zu bekommen. Wenn das passiert, dann kann die Bindung zu Allah, die man im Ramadan hergestellt hat, weitergehen. Diese wird sich nicht beschränken auf den Monat Ramadan, sondern dass wir zu einer langfristigen Veränderung des Menschen, die ihre Auswirkungen darüber hinaus zeigt. Allah hat genau das in diesem Vers gesagt. Dass er nahe ist. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass in diesem Monat Satan
gefesselt wird und Allah ganz nahe kommt unter dem Himmel. Aber wem kommt Allah nahe? Er kommt jenen nahe, die die Nähe Gottes spüren möchten, die den Willen haben dazu und deswegen Allah gehorchen. Allahs Gebot, Falyastajibuli, das heißt, sie gehorchen mir, sie folgen diesem Gebot, sie schauen, was sind die Gebote Gottes, und sie hören auf Allah. Sie haben den festen Glauben und die Gewissheit daran, dass Allah alle Kräfte und Mächte besitzt. Und wenn ich seinen Geboten folge, aufrichtig bin und von ihm verlange, dann wird er meine Gebete erhören. Allah ist gewiss, antwortet gewiss den Menschen, wenn sie fragen, dass er nahe ist und dass er die Gebete seines Menschen hört. Und vor allem in diesem Monat bin ich euch sehr nahe, so rufet mich. Aber bevor ihr mich für die Akzeptanz eurer Gebete anruft, müsst ihr die Bedingungen erfüllen, dass ihr mir gehorcht und dass ihr meinen Geboten folgt und dass ihr die volle Gewissheit über alle meine Kräfte und Mächte besitzt. Jene Menschen, die sagen, dass wir beten, aber unsere Gebete werden nicht erhört. Haben Sie sich schon einmal selber überprüft, inwieweit Sie den Geboten Gottes folgen? Wenn unsere Werke und Taten nicht im Einklang sind mit den Geboten und unser Glaube nur eine Tradition ist, dann ist es falsch zu sagen, dass wir Allah angerufen haben, aber unsere Gebete wurden nicht erhört. Der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat dies erläutert, welche Bedingungen Allah denn festgesetzt hat, und sagt, das Erste, was Gott gesagt hat, ist, dass die Menschen einen solchen Zustand der Rechtschaffenheit und Gottesfurcht entwickeln sollten, dass ich ihnen dann ihre Gebete höre. Sie sollen Gottesfurcht besitzen. Dann hört Allah den Ruf der Menschen. Zweitens, sie sollen an mich glauben. Was bedeutet dies? Welcher Glaube? Der Glaube daran, dass es Gott gibt, dass er existiert mit all seinen Kräften und Mächten. Dass sie egal, ob sie die Erfahrung gemacht haben oder nicht, egal, ob sie die persönliche Erkenntnis besitzen über nicht, über seine Kräfte, über seine Macht, auch wenn sie das nicht besitzen, sollen sie den festen Glauben daran haben, dass er existiert und alle Kräfte besitzt. Das ist das Iman bil-Ghaib, der Glaube an das Ungesehene. Wenn das passiert, dann werden sie von Gott eine solche Erkenntnis bekommen, durch die die Menschen seine Macht akzeptieren und so die Erfahrung machen, dass er Gebete erhört. Als erstes muss der Mensch also seinen Glauben festigen. Dann macht Allah den nächsten Schritt.
dann werdet ihr auch den Beweis dafür bekommen. Die Bedingungen der Erhörung von Gebeten und die Philosophie der Erhörung von Gebeten, diese hat der verheißene Messias al-Islam sehr ausführlich erläutert. Ich werde einige Zitate des verheißenen Messias al-Islam präsentieren, durch die wir die Tiefe dieses Themas verstehen können und erkennen können, wie wir den Monat Ramadan dafür nutzen können, um unsere Gotteserkenntnis zu erweitern und wahre Rechtleitung zu erfahren und den Segen aus dem Segen des Ramadan zu profitieren. Manche Menschen glauben, dass alle ihre Gebete erhört werden müssen, egal welche Gebete es sind. Ich habe das ein wenig erläutert eben, dass Allah auch einige Bedingungen für die Akzeptanz der Gebete festgesetzt hat und es ist unsere Pflicht, diese zu erfüllen. Was sind die Bedingungen für die Akzeptanz der Gebete und warum werden manchmal die Gebete nicht so erhört, wie der Betende es manchmal wünscht? Dies erläutert der verheißene Messias al-Islam und sagt, das Prinzip des Gebetes besteht darin, dass Allah nicht an unseren Wünschen gebunden ist. Schaut, wie sehr eine Mutter ihr Kind liebt. Und die Mütter möchten niemals ihrem Kind Leid zufügen, aber wenn die Kinder auf etwas bestehen und weinen und Feuer haben möchten oder ein Messer haben möchten, wird dann etwa die Mutter trotz ihrer Liebe den Kindern das geben? Wird sie in Kauf nehmen, dass das Kind sich seine Hand verbrennt oder abschneidet? Niemals. Das ist das Prinzip der Erhörung von Gebeten. Ich selber, sagte der verheißene Messias, habe persönliche Erfahrungen, dass es Teile im Gebet gibt, die gefährlich werden können. Diese werden niemals erhört von Gott. Und man kann dies verstehen, dass unser Wissen nicht vollständig ist. Es gibt Dinge, die wir als segensreich erachten und denken, dass auch das Ergebnis gut sein wird, aber sie führen zu Leid und zu Prüfungen. Die Wünsche des Menschen, der Mensch kann sich nicht darauf verlassen und wir können nicht mit Gewissheit sagen, dass alle Wünsche gut sind, da der Mensch fehlerbehaftet ist, makelbehaftet ist, von seiner Natur aus. Deswegen gibt es einige Wünsche, die gefährlich sind, die ihm Schaden zufügen können. Und wenn Allah diese erhören würde, dann wäre das nicht seine Barmherzigkeit. Entspräche das nicht seiner Barmherzigkeit. Der Mensch denkt, das muss unbedingt passieren. Aber seine Wünsche können Schaden mit sich führen. Wenn Allah diese erhören würde, dann wäre der Rang seiner Barmherzigkeit verletzt. Allah möchte Barmherzigkeit für seine Diener. Wenn er alle seine Wünsche erhören würde, auch wenn sie ihm schaden, dann wäre das eine Verletzung seines Attributs der Barmherzigkeit. Das ist eine gewisse Sache, dass Allah die Gebete seines Menschen erhört und sie akzeptiert. Aber nicht jeden einzelnen Wunsch erhört er, denn aufgrund seiner inneren Wünsche und Triebe
kennt der Mensch manchmal das Ergebnis dieser Wünsche nicht und er betet dafür, aber Allah weiß, was für den Menschen gut ist. Er ist der Meister, der Herr, der König. Er kennt die Konsequenzen, die er beachtet bei der Erhörung der Gebete. Und manchmal erhört er deswegen das Gebet nicht. Der Mensch kann nicht in die Zukunft schauen, aber Allah möchte Wohlwollen für seinen Menschen, er möchte ihm Gutes tun. Er kennt das Ergebnis und er weiß, wie das Ergebnis sein wird. Deswegen erhört er diese Dinge, die mit Makel behaftet sind, die mit schlechten Ergebnissen behaftet sind, die klammert er aus und erhört das Gebet nicht, da er Gutes für seinen Menschen wünscht. Dann sagt der verheißene Messias, diese Ablehnung des Gebets ist in der Tat eine Akzeptanz des Gebets. Denn ein solches Gebet, was Allah nicht erhört, bedeutet, dass er sein Gebet erhört hat, weil Allah es für ihn nicht gut erachtet hat. Solche Gebete, von denen der Mensch sich dann beschützt, indem Allah die Gebete nicht erhört, das ist ein Schutz für den Menschen. Diese Gebete, die ihm Schaden zufügen, erhört er nicht. Das ist vergleichbar mit seiner Akzeptanz der Gebete. Dann sagt der verheißene Messias, al-Islam, ich habe oft die Offenbarung bekommen, ich habe alle deine Gebete erhört, das heißt, ich habe alle deine jene Gebete und erhöre alle deine jene Gebete, die nützlich sind, die ein gutes Ergebnis haben werden. Diese werde ich erhören, aber nicht die anderen Gebete, die Schaden zufügen. Allah erhört auch einige Gebete seiner Gesandten, aber er hört auch nicht alle Gebete seiner Gesandten, von denen er denkt, dass die Ergebnisse dieser Gebete nicht gut sind, weil Allah das Ungesehene kennt und besser weiß. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam, dass man für das Gebet auch auf seine Praxis, auf seine Taten achten muss. Der verheißene Messias sagt, jener Mensch, der nicht mit guten Werken agiert, er betet nicht richtig. Denn er möchte Gott prüfen. Wenn er keine guten Werke besitzt und nur betet, dann ist es kein Gebet, sondern er möchte Gott prüfen. Deswegen soll er vor seinem Gebet alle seine Kräfte aufwenden. Das ist die Bedeutung des Gebets. Der Mensch muss erst auf seine Taten schauen, denn es ist die Praxis Allahs, dass er dann reformiert, dann etwas tut, wenn etwas vorhanden ist. Jene Menschen sollen darüber nachdenken, die sagen, dass warum wir irgendwelche Werke brauchen, wenn wir doch Gebete haben. Wir bräuchten keine Mittel, keine weltlichen Mittel. Sie sind töricht, denn auch das Gebet ist ein Mittel. Auch das Gebet ist ein verdecktes Mittel, um etwas zu tun. Das ist ein Weg, um etwas zu tun, ein Mittel, um etwas zu tun. Und das Gebet lässt andere Mittel entstehen, wodurch diese Aufgabe lösbar wird. Durch das Gebet entstehen also weltliche Mittel auch, die zu einem Ziel führen. Wenn das Gebet also erhört wird, dann können diese Aufgaben getan werden. Wenn der Mensch zum Beispiel Geld braucht, Hilfe braucht, dann schafft Allah Mittel und Wege,
wodurch er diese bekommt, wodurch er Vereinfachungen bekommt. Die Dinge fallen nicht vom Himmel herab. Wenn er das Geld bekommt, dann fällt das Geld nicht vom Himmel herab, sondern Allah schafft Mittel dazu, dass er dieses Geld oder diese Dinge bekommt. Dann sagt der verheißene Messias al-Islam, erst wurde Iyaka Na'budu genannt, dann Iyaka Nasta'in. Und das erklärt auch, dass man erst ein Diener Allahs sein muss und dann beten muss. Und durch das Gebet lässt Allah diese Mittel entstehen. Wir sehen also, sagt der verheißene Messias al-Islam, dass die Praxis Allahs darin besteht, dass er die Mittel schafft. Schaut, es gibt Wasser, das er hinabsendet, um den Durst zu löschen, und Essen für den Hunger. Aber wodurch? Durch Mittel. Und immer geschieht dies durch Mittel. Es gibt Wege, die dazu führen, dass die Gebete erhört werden. Denn Allah hat zwei Namen. Kanallahu Azizan Hakima. Aziz bedeutet alles tun. Er hat die Macht, alles zu tun. Und Hakim bedeutet, dass er alles weise tut, gemäß einer Weisheit. Schaut, wie Allah in den Lebewesen und Pflanzen verschiedene Mittel, verschiedene Wirkungen geschaffen hat. Es gibt verschiedene Mittel und Heilkräuter oder verschiedene Abführmittel. Allah hätte auch die Macht, ohne das Wasser den Durst zu löschen. Aber er wollte auch, dass die Menschen sich mit der Natur beschäftigen. Denn je mehr man Wissen über die Natur besitzt, desto mehr kann der Mensch die Attribute Gottes erlernen und die Nähe Gottes erlangen. Allah hat diese Dinge geschaffen und Attribute und Eigenschaften festgesetzt und hat auch gewünscht, dass die Menschen sich Wissen darüber aneignen, über die Schöpfung Allahs. Wenn die Weisheit und Erkenntnis darüber wächst, je mehr die Weisheit und Erkenntnis darüber wächst, desto mehr bekommt der Mensch Wissen über die Attribute und Eigenschaften Gottes und kann Gott erkennen. Das ist die Aufgabe eines gottesfürchtigen Menschen. Ein Atheist denkt, dass sein Wissen alles ist, aber ein gläubiger Mensch kann durch dieses Wissen Gott erkennen, Gottes Attribute und Eigenschaften erkennen. Über die Philosophie des Gebets sagt der verheißene Messias al-Islam, schaut, ein Kind, das hungrig ist, weint, um Milch zu bekommen, und schreit, und in der Brust der Mutter kommt die Milch herab, obwohl das Kind das Dua nicht kennt. Aber weshalb nehmen die Schreie des Kindes, lassen die Schreie des Kindes die Milch aufwallen? Es passiert auch, dass die Mütter gar nicht spüren und überhaupt keine Milch vorhanden ist, aber sobald der Schrei des Kindes kommt, kommt die Milch herab. Das ist eine Bindung zwischen der Milch und den Schreien des Kindes. Genauso sage ich, dass unser Geschrei vor Allah genauso ist, dass sie Segnungen und Barmherzigkeit auf sich zieht und wie ein Magnet für diese Barmherzigkeit wirkt. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam dies weiter. Das Gleichnis der Mutter und des Kindes. Das ist die Philosophie der Erhörung der Gebete. Und das, so muss der Mensch das Gebet heranführen. Dann zeigt Allah auch ihm, wie er das Gebet erhört. Der Mensch muss nach etwas verlangen und Allah wird geben. Wer nicht verlangt und wünscht und betet, er ist ein Lügner. Der verheißene Messias sagt, dass dieses Gleichnis der Mutter und des Kindes übertragen werden auf Gott
Rahmaniyat und Rahimiyat sind nicht zwei verschiedene Sachen. Wer die eine Sache weglässt, kann nicht die andere bekommen. Man muss sowohl diese beiden Eigenschaften Gottes, Rahmaniyat und Rahimiyat, Gnade und Barmherzigkeit, zu sich ziehen. Durch die Rahmaniyat bekommen wir die Möglichkeit, von der Rahimiyat zu profitieren. Das heißt, durch die Gnade Gottes bekommen wir die Möglichkeit, von der Barmherzigkeit Gottes zu profitieren. Dadurch bekommen wir die Kraft dazu. Wer dies nicht tut, ist undankbar. Er leugnet die Segnungen Gottes. Iyyaka na'budu bedeutet, wir beten dich an durch jene Mittel, die du uns gegeben hast. Und auch die Mittel, die du geschaffen hast, sind ein Teil von unserem Gebet. Schaut, dass die Zunge durchdrungen ist, mit Nerven und mit Speichel. Wenn wir all dies nicht hätten, dann hätten wir nicht reden können, wenn die Zunge gelähmt ist, können wir nicht sprechen. Er hat uns die Zunge gegeben, damit wir die Gedanken und das, was in unserem Herzen ist, zum Ausdruck bringen können. Wenn wir die Zunge nicht aufwenden für das Gebet, dann ist das eine Unglückseligkeit. Wir müssen mit der Zunge beten. Genauso, es gibt Krankheiten. Wenn sie die Zunge befallen, arbeitet die Zunge nicht mehr und der Mensch wird stumm. Schaut, dass er uns unsere Zunge gegeben hat, ist eine Barmherzigkeit von ihm. Wenn wir keine Ohren hätten, könnten wir nichts hören. Er hat uns im Herzen und im Gedächtnis die Möglichkeit gegeben, nachzudenken. Und wenn eine Krankheit uns befällt, wie ein Leprakranker verliert alle seine Organe, ist es nicht unsere Pflicht, dass wir dankbar sind? Allah hat uns durch seine Segnungen Kräfte gegeben. Wenn wir diese nicht aufwenden, dann würden wir undankbare Menschen sein. Dann würden wir Menschen sein, die die Kräfte Allahs leugnen oder undankbar sind. Ihr sollt also wissen, wenn ihr eure Kräfte nicht aufwendet, dann kann euch das Gebet nichts bringen. Die Kräfte, die Allah euch gegeben hat, wenn ihr diese nicht aufwendet, wenn ihr nicht euch um Mittel kümmert, die Allah euch gegeben hat, diese alle sollt ihr aufwenden und dann beten, sonst bringt euch das Gebet nichts. Denn wenn wir von den Dingen, die Allah uns bereits gegeben hat, nicht profitieren, wie wollen wir denn davon profitieren, die Allah uns noch nicht gegeben hat? Nur das kann uns etwas bringen, dass wir diese aufwenden und dann beten. Dann erklärt der verheißene Messias al-Islam dies weiter, dass es im Naturgesetz Gottes Gleichnisse für die Erhörung von Gebeten gibt. Der verheißene Messias al-Islam sagt, im Naturgesetz gibt es Gleichnisse dafür, wie Allah Gebete erhört, und Allah hat in jeder Zeit lebendige Beispiele dafür gegeben. Deswegen sagt Allah, Ihdin as-Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina anamta alayhim. Das ist der Wille Allahs und keiner kann diesen Willen ändern. Durch Ihdin as-Sirat al-Mustaqim erfahren wir und wir beten, O Allah, vervollkommne unsere Werke und führe sie zu ihrem Höhepunkt. Wenn man darüber nachdenkt, versteht man, dass dies ein Gebot dafür ist, dass ihr beten sollt zu Gott. Ihr sollt Gott
anbeten, dass er euch den rechten Weg weist. Ihr sollt den rechten Weg von Gott suchen und erflehen. Aber davor sagt Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Das heißt, ihr sollt auch von dem profitieren und Nutzen ziehen, von den Kräften, die Allah euch gegeben hat. Dann sollt ihr ihn um Hilfe bitten. Die Kräfte, die Allah euch gegeben hat, sollt ihr aufwenden, um dem rechten Wege zu folgen und Gott anzubeten. Wer die Mittel nicht aufwendet, die Allah ihm gegeben hat, ist undankbar. Dann hat der Verheißene Messias gesagt, es gibt verschiedene Krankheiten. Wenn sie die Zunge befallen, dann arbeitet sie nicht mehr. Es ist seine Rahimiyat. Genauso hat er in unserem Herzen die Eigenschaft der Aufwühlung des Gefühls gelegt. Ihr sollt also wissen, wenn wir diese Kräfte beiseite legen, dann kann uns das Gebet nichts nützen. Denn wir haben von der ersten Gabe nicht profitiert. Wie wollen wir von der zweiten profitieren? Deswegen hat Allah, Iyyaka na'budu fa ihdinas siratal mustaqim, gesagt, dass wir solche Menschen sind, die von dir gegebenen Kräfte und Mittel aufgewandt haben und dann beten. Das bedeutet Rahmaniyat, dass er einem die Möglichkeit gibt, von der Rahimiyat zu profitieren. Allah sagt, Uduni astajib lakum, das sind nicht bloß Worte, sondern die menschliche Natur benötigt dies. Es ist eine Pflicht des Menschen und es liegt in seiner Natur, dass er seine Hände ausbreitet, dass er Gott anfleht. Wer dies nicht tut, ist ein Salim, ist ein Frevler. Das Dua ist ein Zustand voller Leidenschaft und vollen Genusses. Wie soll ich dies beschreiben? Ihr müsst dies selbst fühlen. Kurzum, für das Gebet ist es wichtig, dass ihr gute Werke tut und dass ihr solche Werke tut, die Allah geboten hat zu tun, und dass ihr euren Glauben stärkt, denn jener, der seinen Glauben nicht stärkt und seine Lehre nicht stärkt und keine guten Werke tut und dann betet, er möchte Gott prüfen. Ihdina sirat al-mustaqim bedeutet also, dass der Sinn darin besteht, dass O Allah vervollkommne unsere Werke. Und dann sagt Allah, sirat al-lazina anamta alayhim, wir möchten jenen rechten Weg, welcher der Weg derer ist, denen du bereits Güte und Gunst erwiesen hast, denen du Gunsterweisungen gegeben hast. Und du sollst uns beschützen vor dem Weg derer, auf die gezürnt wurde, auf die dein Zorn herabfiel. Mögen unsere Werke immer so bleiben, dass wir immer dir gehorchen und nicht deine Gebote verletzen. Schütze uns vor diesen Dingen, die Strafe Gottes auf diese Leute luden. Wala Dalin bedeutet, dass wir nicht irre gehen sollen, dass wir nicht führungslos sein sollen von dir. Deine Hilfe soll immer bei uns sein. Deine Führung soll immer bei uns sein. Beschütze uns davor, dass wir nicht von deiner Rahmaniyat oder Rahimiyat profitieren können und so deine Hilfe nicht erfahren, deine Segnung und deine Barmherzigkeit nicht erfahren. Darauf hat Allah hingewiesen, indem er Walad Dalin gesagt hat. Dann hat Allah diesen Gedanken der Menschen, die weltlich gesinnt sind, diesen Einwand beseitigt, dass es nichts bringen würde, zu weinen vor Gott. Das ist eine Lüge und das ist falsch. Solche Menschen haben keinen Glauben an Gott und an seine Kräfte. Wenn sie wahren Glauben besitzen würden, sagt der erste Kalif, dann würden sie so etwas niemals sagen. Wenn ein Mensch zu Gott kommt und mit wahrer Reue
sich zu ihm kehrt, hat Allah ihn immer gesegnet. Jemand hat ganz wahr gesagt in Persisch: Kann man einen Geliebten als Liebenden bezeichnen, auf den der Geliebte nicht schaut? O du Mensch, der wahre Schmerz besteht darin, du hast gar keinen wahren Schmerz, aber der Arzt ist selber vorhanden, der dir helfen möchte. Du sollst einen Schmerz verspüren dafür, Gott hört. Gott möchte, dass ihr mit reinem Herzen zu ihm kommt, sagt der verheißene Messias al-Islam. Ihr sollt Fal-Yastajibuli gehorchen. Das heißt, ihr sollt Allah gehorchen, ihr sollt auf ihn hören. Ich sage euch die Wahrheit, Allah hat große Kräfte und er hat unendliche Segnungen und Segen. Aber um diese zu bekommen, müsst ihr das Auge der Liebe haben. Wenn ihr wahre Liebe besitzt, dann erhört Allah viele Gebete. Ihr sollt eine solche Liebe entwickeln, dass Allah eure Gebete erhört und euch unterstützt. Um die wahre Liebe Gottes zu bekommen, wie muss ein Mensch sein, um diese wahre Liebe zu bekommen, dass Allah seine Gebete erhört und sich ihm offenbart? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam: Die Bedingung besteht darin, dass ihr eine Liebe zu Gott besitzt. Die Liebe Gottes ist etwas, was das irdische Leben des Menschen beiseite lässt und ihn reinigt und ihn rein macht. Er sieht Dinge, die er vorher nicht sehen konnte, und er hört Dinge, die er vorher nicht hören konnte. Allah hat ein Essen der Segnungen vorbereitet, um davon zu profitieren, hat er ihm auch Kräfte gegeben. Er hat nicht nur diese Dinge geschaffen, sondern uns auch Kräfte gegeben, um davon zu profitieren. Wenn er diese Dinge gegeben hätte, aber unsere Mittel, uns keine Mittel gegeben hätte, dann wäre dies auch ein Makel gewesen. Was hätte es uns genützt? Aber das ist nicht so. Er hat uns auch die Fähigkeit gegeben, dies zu erlangen, und auch die Mittel gegeben. Er hat uns Brot gegeben, aber nicht nur Brot, sondern auch Auge und Zunge und Magen und Leber und alles, was mit der Nahrung zusammenhängt. Darum, damit die Nahrung auch verdaut werde. Wenn nichts im Magen gehen würde, wie würde dann das Blut entstehen? Wie würde dann das Blut zirkulieren? Die Nahrung führt dazu, dass der Kreislauf des Menschen funktioniert. Genauso hat er uns die Segnung gegeben, dass er durch den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns den vollkommenen Glauben gegeben hat und ihn zum Siegel der Propheten gemacht hat und den heiligen Koran als Khatamul Kutub gesandt hat, als das Siegel der Bücher. Nun wird bis zum jüngsten Tag weder eine neue Scharia kommen, noch ein neuer Prophet eine Scharia bringen. Wenn wir nicht unsere Sinne anwenden und uns Gott zuwenden, dann wäre das ein Müßiggang und eine Unglückseligkeit. Schaut, wie Allah uns den Weg der Segnungen gezeigt hat. Das ist der Weg, um zu profitieren. Er hat uns den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegeben und den heiligen Koran gegeben. Wir können die Gebote befolgen. In dieser Suratul Fatiha, in der ersten Sure, sagt der verheißene Messias, hat Allah uns schon die Wege gezeigt, um Gott zu erlangen. Das ist die Sure, die Ummul Kitab, die Mutter des Buches genannt wird. Das heißt, was ist der Sinn des Lebens? Iyaka Nabudo ist also der Ruf der Natur des Menschen.
Und das wurde vor Iyyaka Nasta'in genannt. Das heißt, der Mensch muss erst alle seine Kräfte anwenden, um das Wohlgefallen Gottes zu erlangen. Er soll sich darum bemühen und von allen Kräften profitieren, die Allah ihm gegeben hat. Und danach soll er für die Vollkommenheit dieser beten, Dua machen. Was sind die Wege, um Gottes Erkenntnis zu erlangen? Dazu sagt der verheißene Messias al-Islam: Es ist die Wahrheit. Khuliqa al-Insanu Za'ifa. Der Mensch wurde als ein schwaches Geschöpf geschaffen. Er kann ohne die Segnungen Gottes nichts machen. Wenn die Segnung nicht da wäre, könnte er nichts machen. Sein gesamter Fortschritt hängt von den Segnungen Gottes ab. Ein Frevler ist jener Mensch und ein Törichter ist jener Mensch, der denkt, dass er selber etwas tun könnte. Das alles ist von Gott gegeben. Und für das Gebet ist es wichtig, dass der Mensch seine Schwäche akzeptiert und erkennt. Je mehr er dies tut, desto mehr wird er sehen, dass er Gott braucht, der ihm hilft. Und er wird eine Aufwallung für das Gebet verspüren. Die Menschen sagen, dass sie keine Auffüllung, keine Leidenschaft im Gebet haben. Sie sollen auf ihre Schwäche schauen und dann versuchen, diese Schwäche durch Gott zu beseitigen. Dann wird eine Lust und ein Genuss im Gebet kommen. Und wenn dieses Gefühl da ist, dann schreit ein Mensch. Und wenn der Mensch auf seine Schwächen schaut und sieht, dass er immerzu Gottes Hilfe bedarf, dann wird er in seinem Inneren, seine Seele wird aufgewühlt sein und weinen und schreien und O Allah rufen, O mein Herr, schaut auf den heiligen Koran und ihr werdet sehen, dass bereits in der ersten Sura Allah den Weg des Gebets erläutert hat. Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wal-dallin. Das Gebet kann nur dann vollkommen sein, wenn sie auch einen Nutzen hat und wenn sie vor dem Schaden den Menschen bewahrt. Nur dann kann ein Gebet erfolgreich sein. Wenn das passiert, was für ihn gut ist. Und das Leid, das ihm widerfahren kann, wenn er dadurch davon befreit wird. Allah hat also in diesem Gebet alle Vorteile, die der Mensch haben kann, vereinigt. Und alles, was den Menschen schadet, kann durch dieses Gebet verhindert werden. Man sollte immer beachten, dass die größten Gebete nicht die weltlichen Gebete sind, sondern die Gebete des Glaubens sind. Das erste Gebet sollte bei uns immer sein, dass wir unseren Glauben beschützen. Wenn der Mensch dies tut, dann werden die Türen des Wohlgefallens Gottes sich öffnen und die anderen Gebete werden von selbst erhört werden. Dies erläuternd, dass das eigentliche Gebet das Gebet für den Glauben ist und das zum Wohlgefallen Gottes führt, sagt der verheißene Messias al-Islam. Das heißt, ich nehme die Reue des Menschen an, der bereut. Dieses Versprechen Gottes lässt die Reue des Menschen als sinnvoll erscheinen, denn wenn er mit wahrem Herzen etwas bezeugt, dann sagt Allah, dass er auch seine Versprechen einhalten wird, die er mit denen gemacht hat, die wahre Reue zeigen. Wenn der Mensch bezeugt, dass er sich von den Sünden beschützen wird und den Glauben den Vorrang vor der Welt geben wird. Allah hat uns die Wege gezeigt,
wie wir sein Wohlgefallen erlangen können. Und das Gebet des Namaz, des Salat ist der beste Weg dazu. Der verheißene Messias al-Islam sagt, der eigentliche Sinn im rituellen Gebet liegt in dem Bittgebet. Das Gebet, das wir verrichten, lebt von den Gebeten, die wir darin tun. Schaut, wie die Mutter, wenn das Kind weint, ihm Milch gibt. Genauso verhält es sich mit dem Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Dies kann nicht jeder verstehen. Wenn der Mensch an der Schwelle Allahs ist und demütig Gott anbetet und ihm sagt, wie sehr er ihn benötigt, dann wallt die Barmherzigkeit Gottes auf. Und die Segnungen, die Milch der Segnungen Gottes, möchte, dass ihr weint. Wenn ihr von der Milch kosten wollt, von den Segnungen Gottes, dann sollt ihr demütig weinen und schreien. Deswegen sollt ihr ein Auge haben, das vor ihm weint. Im Ramadan, wenn die meisten auch durch die Segen Gottes die Moscheen aufsuchen und das Namaz in Bajamat verrichten, wir sollten uns auch um unsere freiwilligen Gebete in der Wafil kümmern und jene Gebete, die den Glauben der Welt vorziehen und das Wohlgefallen Allahs suchen, sollten wir als Priorität beten. Das ist die Priorität in den Gebeten. Die weltlichen Gebete müssen danach kommen. Allah wird von selbst unsere weltlichen Bedürfnisse erfüllen. Ich möchte auch ein Gebet des weißen Messias al-Islam präsentieren, das wir in diesen Tagen beten sollten, damit wir die Segnungen Gottes erlangen. Der verheißene Messias al-Islam betete zu Allah: O Herr der Welten, ich kann nicht deine Güte aufzählen. Du hast mir so viele Güter erwiesen. Bitte vergib mir meine Sünden, damit ich nicht zu Ende gehe. Gib mir vollständiges Leben und bedecke meine Sünden und lasse mich solche Werke tun, die deinen Wohlgefallen zu sich ziehen. Und ich bete und bete den Schutz davor, erbitte den Schutz davor, dass dein Zorn auf mich kommt. Sei barmherzig mit mir und beschütze mich vor dem Unheil der Welt, denn jegliche Segnungen liegen in deiner Hand. Amin zum Amin. Mögen wir durch die Segen Gottes die Bedeutung der Gebete verstehen und möge dieser Ramazan uns zu jenen Menschen machen, die standhaft sind im Glauben an Gott, seinen Geboten folgen, gehorchen und in allen ihren Dingen Gottes Wohlgefallen suchen. Unsere Werke sollten dem Wohlgefallen Gottes entsprechen und unser Glaube sollte stärker werden als früher. Wir sollten die wahre Liebe Gottes in uns entwickeln. Möge Allah uns vor dem Übel des Diesseits und des Jenseits beschützen. Ich werde nach dem Gebet 2 Namaz Janaza Raib verrichten. Einmal Raja Ghalib Ahmad Sahib. Er ist ein alter Diener der Jamaat gewesen und ein Poet in der Jamaat, ein Experte in Urdu, und er arbeitete für die Regierung, war ein Beamter und war auch in Punjab in einem Gremium. Er ist im Alter von 88 Jahren in Lahore verstorben, in Allahi wa Inallahi Rajiun. In Gujarat wurde er 1928 geboren. Sein Vater, Raja Ali Muhammad Sahib, war ein Gefährte des Verheißten Messias al-Islam und machte im Jahre 1905 das Bad und trat so der Jamaat bei. Sein Vater war Nazir Mal in Qadian und auch Nazir Ala in Qadian. Raja Ghalib Sahibs Opa mütterlicherseits war Malik Barkat Ali Sahib.
Und Abdurrahman Khadim Sahib war sein Mamu, der Khalid Ahmadiyyat war sein Onkel mütterlicherseits, der den Titel Khalid Ahmadiyyat bekommen hatte. Er hat den Qadian FE gemacht und an den Government College Lahore hat er Psychologie studiert und Master gemacht und hat den ersten Platz besetzt. Er war ein Gelehrter, Poet, ein Bildungsexperte im Lande und wurde im ganzen Land geschätzt. Neben Al-Fazl hat er auch in verschiedenen Zeitschriften des Landes seine Gedichte veröffentlicht. Er begann seinen Job in der Air Force in Pakistan, dann im Bildungssektor in Punjab. Im Jahre 1962 arbeitete er dort und hat große Ämter dort besetzt. In verschiedenen Funktionen hat er in Punjab gearbeitet. Chairman Board of Intermediate Sargodha, Chairman Punjab Textbook Board und war ein Berater im Bildungssektor der Regierung von Punjab. In der Jamaat hat er auch großartige Dienste geleistet. In Zila Lahore war er Generalsekretär Sekti Talim und verschiedene andere Ämter hat er inne gehabt. 1976 wurde er als Sprecher der Jamaat Ahmadiyya in verschiedenen Pressekonferenzen eingesetzt und hat verschiedene Pressemitteilungen und verschiedene die Jamaat verschiedenartig repräsentiert. Er war einer der Direktoren der Fazlul Umar Foundation 1974 bis 85 Director of Jadid und er war Naib Sadr Nasir Foundation. War ein sehr demütiger Mensch, hatte eine sanftmütige Art, hatte eine Bindung, eine feste Bindung zum Khilafat und respektierte auch die Amtsinhaber der Jamaat. Möge Allah ihm vergeben, seine Ränge erhöhen. Er hatte keine Kinder gehabt. Eine Stieftochter, möge Allah ihr Geduld geben. Malik Muhammad Ahmad Sahib ist der zweite Janaza, ist am 6. Mai 2016 gestorben. Er war Waqf-e Zindagi. Ich wollte diese beiden Janazas das letzte Mal verrichten, aber diese werden heute verrichtet. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Er war der große ältere Sohn von Sheikh Batalwi Sahib, ein Gefährte des verheißten Messias al-Islam. Und er ermahnte seine Kinder auch immer dazu, gehorsam zu sein, war ein sehr gehorsamer Mensch, demütiger Mensch, der seine Verwandten auch immer gut behandelte. Er hat verschiedene Häuser betreut und auch verschiedene Kinder betreut, arme Kinder, bis zu seinem Tode. In Tariqa Jadid, er war im Daftar Awwal in den ersten 5000 Mujahideen und er nahm an verschiedenen Projekten der Jamaat teil und gab der Jamaat auch in ein Grundstück in Dabwa. Im Jahre 1945 widmete er sein Leben der Jamaat. Und in Rabwa arbeitete er in der Bauabteilung. 1955 bis 88 in Wakalat Tabshir war er Superintendent. 1979 bis 82 war er Naib Afsar Amanat. Von 82 bis 86 Naib Wakil Mal Sani. 1985 ging er in Rente. Und im Jahre Juni 1989 hat er gedient. Von 1986 bis 89 war er Naib Wakil Tamil Tanfiz, hat 43 Jahre lang der Jamaat gedient. Danach wanderte er aus und hatte eine sehr gute Bildung über die Bücher des verheißten Messias Islam, er war Musi, er hat zwei Söhne und vier Töchter. Lake Daisab, er ist der Bruder von Lake Daisab. Er war nach Deutschland ausgewandert, hat in Deutschland gelebt,
Und ein Sohn arbeitet hier in Ischad. Möge Allah ihm gegenüber gnädig sein und seinen Kindern die Kraft geben, aufrichtig der Jamaat zu dienen. Und الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر